Hallo bei unserer Serie Fasten bewusst verzichten. Im Moment sind wir mitten in der Fastenzeit und nehmen sich viele Menschen vor, auf etwas Bestimmtes zu verzichten. Heute hören wir etwas über Fasten und Diäten von Ernährungscoach Martin Rinderer. Ich bin der Martin Rinderer, wie du schon gesehen hast. Ich bin Sportphysiotherapeut und Ernährungscoach und habe mich mittlerweile sehr stark spezialisiert auf das Thema, wo wir heute unter anderem reden. Ich mache mit meiner Firma MR Vital Coaching AG wirklich primär mittlerweile im Bereich Lifestyle, Gewichtsmanagement und versuche einfach diese Bereiche wirklich noch mehr in die Tiefe zu gehen und Menschen zu unterstützen, dort erfolgreich, langfristig erfolgreich zu sein. Was steckt hinter dem Fasten und welche Methoden gibt es da? Wenn man sich überlegt, Fasten, Diät, Entschlacken, Entgiften, Abnehmen, da gibt es eine Unzahl von Begriffen. Und bevor ich irgendein Programm oder irgendwas mache, sollte man mal zuerst überlegen, was möchte ich überhaupt? Was habe ich für ein Ziel? Wenn mein Ziel ist, eine Muskulatur zum Aufbauen, dann ist es wahrscheinlich nicht die ideale Bewegung, wenn ich am Riedamm spazieren gehe. Ich möchte vielleicht ein paar Gründe oder mögliche Ziele vielleicht aussanieren. Ein Grund sind wir in der Fastenzeit. Und der klassische Grund, warum Fastenzeit, ist eigentlich ein religiöser Grund. Aber auch, was oft mit dem mitgeht, ist ein gewisses Willenstraining oder der Wille stärken, auf etwas verzichten und mir lernen überwinden. Aber natürlich auch Abnehmen, ganz klar. Also das Thema Abnehmen ist da schon ein wichtiger Aspekt und wo absolut zentral ist, aber ganz anders wieder, als wenn ich religiöse Gründe habe. Oder auch was klassisch ist, das Thema Erkrankungen oder Unverträglichkeiten. Und das hat zur Folge, dass ich gewisse Veränderungen oder Diät führen muss oder wie auch immer. Womit kann ich am besten entscheiden, welches Ziel das Richtige für mich ist? Ja, das ist schon mal zuallererst natürlich, ich muss mir selber im Klaren sein, um was geht's, was möchte ich wirklich. Ich sage jetzt zwei große Bereiche sind im Prinzip das Thema religiös oder Fasten, Verzicht und das andere ist Abnehmen. Und das Klassische, was man nachher macht, man redet mit einem Nachbar oder mit einer guten Freundin oder wie auch immer, googelt es noch und dann schaut man die ersten drei Artikel an und dann denkt man, okay, das könnte passen. Und ich denke, da ist ganz ein entscheidender Punkt, weil das ein sehr komplexes Thema ist, als weitere Geschichte auch noch wirklich Experten. Das gibt es viele verschiedene Experten, aber dementsprechend wirklich einen Experte mit ins Boot zu holen, wo es eine gewisse Unterstützung liefert, um wirklich einen sinnvollen Start zu setzen. Wir wissen es wie überall, der Start ist das Schwierigste. Viele Menschen verändern ja etwas, weil sie abnehmen wollen oder ähnliches. Nach unzähligen Versuchen scheitern sie aber wieder. Wieso gibt es so verschiedene Diäten und Schlankheitskuren und was ist der Unterschied und wieso behauptet jeder eigentlich was anderes? Ganz eine gute Frage und eine ganz eine wichtige Frage. Ich möchte vielleicht auch nochmal ein bisschen ausholen, nämlich über das Wort Diät. Wenn ich zu dir sage, ich mache eine Diät, ist der erste Gedanke von dir, okay, er nimmt ab. Und eigentlich hat das Wort Diät eine völlig andere Bedeutung. Es kommt ursprünglich aus dem Griechischen und hat eigentlich die Bedeutung Ernährungsweise, Lebensweise. Und du hast jetzt eben auch schon gesehen, mit dieser Unmenge an Diäten. Und das hast du völlig recht. Da gibt es, wenn man das auch wieder googelt als klassische Aktion, da findet man 100, 200 unzählige Diäten. Die Schwierigkeit oder das Problem ist, dass die Basis von denen oder die theoretische Basis oft nicht wirklich das, was in unserem Körper abspielt, die Körperphysiologie ist oder wirklich auch Wissenschaft und wissenschaftliche Theorie, die ja Begründungen liefert anhand von unserem Körper und was im Körper alles abläuft, sondern ganz, ganz viel in Richtung Weltanschauung, in Richtung Mode und Trends geht. Und das nächste Riesenthema, Diät oder Gewichtsreduktion ist ein riesen wirtschaftlicher Markt. Ich möchte es da nicht mit irgendwelchen Zahlen umeinander werfen oder so, aber ich muss überlegen, allein Europa sind ca. 63% von der Erwachsenen übergewichtig. Und was mir persönlich noch viel mehr Angst macht, muss ich sagen, ist das Thema mit unseren Kindern. Auch schon jetzt sind schulpflichtige Kinder ca.
12 Millionen Kinder, auch wieder in Europa, sind übergewichtig. Das sind ca. 20%. Und die Tendenz in beiden Bereichen ist massiv steigend. Also das ist nicht nur ein langsamer Trend, sondern ein extrem explosionsartiger Trend. Und warum ist ein zu viel an Körperfett so gefährlich? Also das Körperfett selber, primär, ist eigentlich gar nicht so das Gefährliche oder das Übergewicht und so weiter. Also ein kleines mehr Gewicht, wenn man dementsprechende Fitness hat, das natürlich gehört dazu, ist gar nicht so das Problem. Aber das Hauptthema ist wirklich die ganzen Problematiken, die mit dem Übergewicht oder mit zu viel Körperfett mitkommen. Weil im Normalfall, wenn man dort ein kleines viel oder viel zu viel hat, dann hat man einfach zu wenig Bewegung, hat nicht die optimale oder die falsche oder die einseitige Ernährung. Und was das Hauptproblem aus meiner Sicht oder aus Expertensicht, aus medizinischer Sicht ganz klar ist, sind die ganzen massive Erhöhungen, was Folgeerkrankungen betrifft. Das ist unter anderem das Thema Blutdruck, also Bluthochdruck, denn logischerweise, und auch erhöhte Blutfettwerte, denn eben auch der Wert, was Körperfett betrifft, und denn das Thema Insulinresistenz, also Blutzucker, wo nachher als Folge die allseits bekannte Diabetes mellitus, also die Blutzuckererkrankung nachher auch mit sich bringt. Und auch die allein wieder hat eine riesen Folge von weiteren Erkrankungen im Nervensystem oder auch Krebsarten, beispielsweise der Dickdarmkrebs oder Brustkrebs bei der Frau, weil es so eng mit diesem Thema Übergewicht zusammenhängt. Und ich möchte es da wieder ein bisschen stoppen. Man könnte dann auch beliebig noch einige Sachen anbinden, aber es geht einfach wirklich darum, zu ein bisschen sensibilisieren. Das ist der Beginn eigentlich von vielen Sachen, die nachher hinten nachkommen. Und wenn ihr mal mit dem Übergewicht über einige Zeit oder einige Jahre zum Kämpfen habt, dann wird das Risiko einfach konstant, langsam und unbemerkt. Das ist das Hauptproblem, die Risiken steigen unbemerkt. Danke Martin, ich denke, wir haben da einige interessante Aspekte gehört, was das Thema Fasten und Diäten angeht. Und ich denke, nächstes Mal werden wir daran anknüpfen.